Man kann sich ja an der eigenen Nase fassen, wenn man so blöd ist wie ich. Aber wenn man mit einer Firma, ja, mit einer Firma, mit dieser Firma Ismayr, über 20 Jahre lang im Geschäftskontakt steht, da komme ich doch gar nicht auf die Idee, dass das lauter Verbrecher sind. Lauter Mafiosi. Lauter Mafiosi. Ich habe bei der Firma Ismayr alle 5 Jahre einen neuen PKW gekauft und habe ihn bar bezahlt. Da komme ich doch nicht auf die Idee, dass das ein Al Capone ist. Hey, das war doch nicht meine Idee mit dem Leasingvertrag. Das war doch die Idee von der Firma Ismayr, dass ich diesen Leasingvertrag unterschreiben soll. Und ich Idiot unterschreibe diesen Leasingvertrag. Und seit dieser Zeit kann ich der Firma Ismayr 437 Mark und 80 Pfennig in den Arsch stopfen. Ja, sicher bin ich hingegangen. Ich habe ja nur zu ihm gesagt, sag ich, Winfried, weil ich depp ab hier du mit diesem Kerl. Sag ich noch, mit diesem Leasingvertrag, da haben wir doch einen Fehler gemacht. Wissen Sie, was dieser Kerl mir sagt, dieser Kretin? Da sagt er, was heißt da wir? Okay? Dann habe ich gesagt, Herr Ismayr, so, jetzt weiß ich, wo er da wem pfeift. Okay? Aber das können Sie sich merken. Jetzt führe ich einen Prozess. Ich nehme den besten Advokaten weit und breit und führe einen Prozess, dass die Funken spritzen. Und ich habe einen Prozess geführt. Hey, und den habe ich auch gewonnen. Moralisch. Ja, sicher. Weil ich zu dem Richter sage, Herr Richter, das darf doch nicht die Wahrheit sein, dass ein Mensch, der sich immer anständig aufgeführt hat, der immer anständig und ehrlich das Leben, nicht einmal einen Strafzettel bekommen ist, dass man den mit einem Leasingvertrag aufschlagt. Und sagt dieser Richter, doch, das geht. So. Aha.